Jo Leute und willkommen wieder hier auf meinem Kanal InKev. Es freut mich sehr, dass diese Reactions auch aus Österreich so gut bei euch ankommen. Ich mache jetzt gerade noch 3 Reactions und dann geht es auch schon wieder nach Hause und dann ist es wieder von der normalen Stream-Area. Aber soweit gucken wir uns jetzt mal noch ein, zwei Videos an und das erste Video, was ich mir heute reinziehen werde, wir haben by the way den 7.4., ist das Leroy-Video. Er verlässt Funk, sehr, sehr krasse Entscheidung. Ich bin super gespannt, was ihn dazu bewegt hat, dass er Funk verlässt, weil ist schon ein großer Schritt. Er wurde gerade in letzter Zeit wieder öfter kritisiert von Saschka, ich glaube auch vom Parabelritter und so weiter. Also da kam noch mal einiges dazu, auch von Chasnero. Und ja, ich bin gespannt, was sein Beweggrund ist und ob die Entscheidung sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist oder nachvollziehbar ist oder nicht nachvollziehbar ist. Ich bin da wirklich, mal schauen, was da so kommt. Let's go. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt Neuigkeiten. Ich bin nicht mehr bei Funk. Das bedeutet, dieser Kanal hier, der Leroy Wills Wissen Kanal, gehört nicht mehr zum Funk-Netzwerk. Und warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt. Als ich 2018 das erste Video hier hochgeladen habe, hätte ich mir niemals erträumen können, was mit eurer Unterstützung möglich sein könnte. Das ist wirklich unfassbar. Heute gibt es die allererste Folge des neuen Formates Wie ist das? Wie präsent war Hitler in deiner Kindheit? Ich weiß auch gar nicht, was so die kompletten Vorteile sind, wenn man zu Funk wechselt. Ne, natürlich, man bekommt wahrscheinlich mehr Sicherheit im Job sozusagen, aber ich weiß nicht, das ist für mich nicht der Inbegriff von selbstständig. Für mich ist das so, ich habe Macht über mein Zeug, ich mache mein Zeug selbst und muss niemandem was beweisen, außer mir selbst. Und hier hat man doch immer den Druck, man muss etwas machen für Funk, das muss einen gewissen Bildungsauftrag erfüllen und so weiter. Ich weiß nicht, also mir persönlich wäre das nichts, aber ich habe jetzt auch prinzipiell kein Problem mit Funk. Ne? Je nachdem, was das für Formate sind. Natürlich gibt es auch Formate, wo ich sage, Alter, Funk, warum? Also was ergibt das für einen Sinn, solche Formate ins Leben zu rufen? Bei Leroy war es so ein Mix. Ne? Es gab so Interviews, die waren echt gut. Dieses Trift-Format war oftmals halt wirklich kacke und keine Ahnung, ob er das noch weiterführt, jetzt wo er bei Funk raus ist. Ich hoffe mal, dass er das nicht mehr in dieser Art und Weise weiterführt, sondern mit ordentlichen Moderation, wenn er das weitermacht oder er lässt es halt komplett bleiben. Weil oftmals waren das Videos, man kann sich das zwar anhören, aber einen gewissen Sinn hatten die Videos einfach nicht. Guter Mann für uns gewesen, man hat ja nicht gewusst, was alles kommt, nicht? Erzähl mal, Leroy, wo du jeden Tag schläfst. Mein Papa. Mein Papa. Cool, gell? Ich will nicht sagen schlechter Mensch, aber ich finde das sehr grausam, dass es so Menschen gibt und die einen bewusst darauf manipulieren, dass Leute ihr Geld verspielen. Ja, ich hätte auch gerne Steine geschmissen und Sachen umgezündet. Was würdest du denn jetzt sagen, wie lange hast du jetzt schon keine Freunde mehr? 11 Jahre. 11, 12 Jahre. Niemand, mit dem du dich draußen triffst? Nein. Ich habe selber bisher ein einziges Fußballspiel, Bundesligaspiel im Stadion geguckt. Wie ist das, Jürgen Klopp zu sein? Ja, aber sowas finde ich in Ordnung so. Ne, die Einzelinterviews fand ich eigentlich auch immer ziemlich interessant, ziemlich spannend, weil da geht es ja um die einzelne Person. Das ist keine Gruppe, die man jetzt beschreibt, sondern es geht um eine Person, die über ihre Erfahrungen berichtet. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Aber wenn jetzt sowas kommt wie, keine Ahnung, Autist trifft jemand, keine Ahnung, Down-Syndrom oder irgend sowas, ne, wo ich mir so sage, Alter, was ergibt das für einen Sinn? Oder, nee, Autist trifft Hochsensiblen. Was ergibt das für einen Sinn? Also, warum? Ich persönlich habe auch Nachrichten bekommen, wo gesagt wurde, ey, AlphaKen, mach mal ein Video dazu. Das ist so ein Käse, überhaupt den Vergleich zu bringen. Autist ist immer so und so, hochsensibel ist immer so und so. Und das konfrontiert dann, oder das frontet dann gegenseitig komplett. Das ist oftmals halt wirklich Bullshit gewesen. Und wir haben da auch einige davon berichtet, dass sie das nicht gefeiert haben. Aber ich habe immer von dem Video abgesehen, weil ich mir dachte, ja, gibt trotzdem noch Formate oder beziehungsweise Videos, wo ich sage, das hat einen gewissen Wert, aber stellenweise war es echt schwierig. Ne? Also wirklich, wirklich schwierig, hatten wir aber auch schon zuletzt angesprochen, als wir auf das, ich glaube, da haben wir auf das Chasnero oder Saschka-Video reagiert. Weil viele Stadien... Ja, da bist ja klar, wenn man in Köln wohnt. Nee, ich wohne jetzt in Köln. Und die Leute haben gemerkt, dass sie mich kriegen, indem sie mir sagen, dass ich zu dick sei. Und in weniger als 2 Jahren haben wir dann schon die 1 Million Abonnentengrenze überschritten gehabt und dann kam Funk auf mich zu. Und seitdem hat sich einiges getan. Mittlerweile sind wir knapp 20 Leute, die an diesen Videos hier arbeiten und an dieser Stelle geht auch ein Kuss an.
20 Leute? Okay, das ist crazy. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mein ganzes Team raus und alle, die in dieser Zeit daran mitgewirkt haben, dass dieser Kanal so entstanden ist. Ohne euch würde ich das alles definitiv nicht schaffen. Ich habe durch Funk finanzielle Planungssicherheit für diese Videos hier bekommen und deshalb ein großes Dankeschön an jeden von euch da draußen, der jeden Monat seine 18,36 € GZ-Gebühren irgendwie abdrückt. Weil am Ende bleibt zwar nur ein ganz kleiner Teil davon wirklich bei Funk, das muss man auch sagen, aber es ist trotzdem euer Geld gewesen, deshalb vielen, vielen Dank. Dadurch konnte ich euch die letzten Jahre diese Videos hier ohne Werbung anzeigen und das wird sich jetzt ändern. Ich werde mit einzelnen Sponsoren zusammenarbeiten und gerne auch mit langfristigen Partnern. Also wenn ihr in Zukunft eine Werbeunterbrechung in diesen Videos sehen solltet, dann denkt bitte dran. Nur so ist es möglich, dass wir als Team so gute Sachen für euch produzieren und einfach kostenlos hochladen können. Wenn ihr dieses Projekt hier begleiten wollt, dann meldet euch sehr gerne. Und wenn hier jemand zuschauen sollte aus der Community, der selber Social Media... Ja, aber wenn er jetzt sicher bei Funk ist, gehe ich mal fast davon aus, dass er nicht mehr so ein großes Team hat. Ne? Also mit 20 Leute als Team ist viel zu krass für einen Kanal, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das würde vielleicht funktionieren bei... Ich glaube, kurz gesagt in der Nutshell, die haben das, glaube ich. Also sie haben ein großes Team, machen ja krasse Animationsvideos, aber die haben ja viele verschiedene Kanäle, die haben noch Patreon und ich glaube, allein mit Patreon machen die sehr gute fünfstellige Beträge im Monat. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Hat aber natürlich nochmal eine andere Reichweite. Ne? Ich glaube, kurz gesagt ist ja, die haben über 20 Millionen Abonnenten im englischsprachigen Raum. Das ist schon sehr, sehr sick. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die auch... Nee, mit Funk haben die, glaube ich, nichts zu tun. Media Marketing macht, Erfahrungen gesammelt hat, zum Beispiel schon mal so eine Influencer-Firmenkampagne begleitet hat, dann schau mal in der Videobeschreibung vorbei. Wir suchen Verstärkung. Zu meiner Funkzeit kann ich sagen, das erste Jahr war richtig geil. Ich hatte einen super erfahrenen Partnermanager bei Funk. Das ist dann jemand, der die Videos, bevor ihr sie online seht, immer noch mal abnimmt, also abcheckt, ob alles passt, auch redaktionell mithilft. Das hat unfassbar geholfen. In so einer Zusammenarbeit muss man sich natürlich auch abstimmen. Und manchmal blieb für mich die kreative Freiheit etwas auf der Strecke. Weshalb es, glaube ich, jetzt auch an der Zeit ist, dass ich die Dinge wieder genau so umsetze, wie ich persönlich sie für richtig halte. Ich wollte zum Beispiel eine Spendenaktion machen für Ingrid, die an Altersarmut leidet. Ich lebe von dem Geld, was ich verdiene. Wenn ich meine 2 Tage um habe, dann kriege ich immer... Darf ich das Geld aus der Kasse nehmen? Oder für Robin, der eine tödliche Krankheit hat und das Geld dringend braucht. Aktuell ist so, dass ich die Krankheit natürlich ein bisschen verschlechtert. Leider ist es damals dann so gewesen, dass dann wirklich einen Tag später meine Freundin Schluss gemacht hat. Warum ich? Was habe ich in meinem Leben falsch getan, damit so eine Krankheit halt kommt? Und ich weiß, ihr wolltet das auch. Ich habe es an euren Kommentaren ja gesehen, aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag geht das eben nicht. Und das ist nicht mal Funks Schuld, ich verstehe das auch, aber das wird sich jetzt ändern. Deshalb jetzt auch der Aufruf an euch, wenn ihr Ideen oder Projekte habt oder euch Menschen einfallen, die dringend Reichweite oder Unterstützung brauchen, dann meldet euch sehr gerne bei mir und ich werde schauen, dass ich mit meinem Team zusammen so viel wie möglich davon umsetze. Ich kann mir vorstellen, dass es noch sehr viele Punkte zum Thema Funk gibt, viele Fragen, viele Mythen oder vielleicht auch Verschwörungstheorien. Ihr könnt mir sehr gerne auf Instagram, ich habe gerade eine Story hochgeladen, alle Fragen stellen und ich glaube, ich bin der Richtige, um die in den nächsten Tagen dort zu beantworten. An der Stelle möchte ich sagen, ich bin Funk sehr dankbar. Ich habe unglaublich viel gelernt, was ich will, was ich nicht will und wir haben es gemeinsam geschafft, unglaublich wichtige Videos zusammen online zu bringen. Deshalb vielen, vielen Dank. Der Öffentlich-Recht... Was ich ein bisschen schade finde bei Leroy, ne, ich mag Leroy an sich, ich finde, er ist ein sympathischer Typ. Ich glaube, mit ihm kann man echt auch gut reden, auch intensiv reden und so. Das finde ich echt top, wirklich ein schätze ich ihn jetzt einfach mal ein. Ein klasse Typ, aber es wirkt so, als würde er nie auf Kritik mal reagieren. Ne? Ich weiß nicht, ob es nicht erlaubt ist, weil es eben bei Funk so... wir wollen das vielleicht nicht, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber... Es gab jetzt noch nie ein Video, wo ich gesagt habe, ey, er nimmt sich die Kritik oder nimmt sich die Kritik an und überdenkt nochmal die Sache. Wie zum Beispiel das AfD-Video. Warum hat er das Video nicht offline genommen? Das Video hat mittlerweile 2 Millionen Aufrufe, wo ich mir so denke, warum ist ein so fehlerbehaftetes Video noch online?
Das ist mir zum Beispiel ein Rätsel, trotz massenhafter Kritik. Also das ist ja wirklich, die Kritik war ja riesig. Und das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Da hätte ich auch mir eine Stellungnahme, hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Ich glaube, er hat einen Community-Beitrag mal gemacht, aber hat es einfach online gelassen. Das finde ich super schade. Der öffentliche Rundfunk ist ein sehr altes System. Aber ich kann euch eins sagen, da in diesen ganzen Büros sitzen auch sehr viele junge und vor allem motivierte Leute, die an diesen Projekten mitarbeiten. Und dass manche dieser Projekte dann irgendwie nicht so cool werden wie die Leute, die da arbeiten. Das ist traurig, aber es liegt, glaube ich, auch oft daran, dass sie mit einer gewissen Angst im Nacken arbeiten, dass ein kleiner Fehler, keine Ahnung, einmal falsch gegendert oder eine Triggerwarnung vergessen, direkt einen riesen Shitstorm auslösen kann. Ich bin ein Freund von konstruktiver Kritik und das brauchen wir alle, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute dort weiterhin freien, coolen Content machen. Ich freue mich einfach auf die Zukunft, sage ich, wie es ist, und danke möchte ich jetzt aber auch nochmal an euch da draußen sagen. Wir machen das jetzt schon einige Zeit zusammen und es ist für mich manchmal schwer, die ganze Dankbarkeit und die Liebe irgendwie durch die Kamera so durchzugeben. Aber ich lese eure Kommentare. Ich bin wirklich nach wie vor extrem motiviert und möchte dieses Video nutzen, um einfach ganz, ganz dick Danke zu sagen für die Unterstützung. Und ja, ich gebe mein Bestes, dass wir in Zukunft weiterhin geile Sachen zusammen machen. Vielen, vielen Dank. Okay, also auf jeden Fall ein großer Schritt. Ich wünsche Ihnen da auch viel Erfolg. Und mich würde es halt freuen, dass er manche Dinge nur ein bisschen, also dass er vielleicht sich manche Kritik zu Herzen nimmt und das dann auch gegebenenfalls verbessert. Das wäre auch noch top, aber ansonsten, ich finde die Entscheidung in Ordnung. Ne? Ich weiß gar nicht, warum das so viele Dislikes hat, das ist mir gerade noch ein bisschen ein Rätsel, aber ja, ich meine, es ist eine Entscheidung, finde ich in Ordnung. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und macht's gut. Ja, ciao, ciao. Aus Österreich.